Ja, hallo meine Lieben, schön euch wiederzusehen. Ich begrüße euch zu einem meiner neuen Videos rund um das Thema Volksschule. Ja, das Video drehe ich rechtzeitig zu Schulbeginn, das heißt, ich möchte euch informieren, was ist denn Sinn und Zweck der Volksschule und wie ist die Volksschule so organisiert, was sind so die Grundgedanken, wie jede Volksschule in Österreich funktionieren soll. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Volksschulen, öffentliche, private, religiös geförderte, welche mit ganz anderen alternativen Lernkonzepten, aber das ist das, was sozusagen per Gesetz als Rahmen vorgegeben ist und wo jede Volksschule sich danach orientiert und innerhalb der Möglichkeiten sich dann in einem eigenen Konzept organisiert. Ja, da das Video als eines zu lang werden würde, teile ich das in der Mitte, das heißt, ihr seht jetzt Teil 1, Sinn und Zweck der Volksschule, was soll Volksschule überhaupt bringen. Und damit ich nicht nur vor mich hinrede, habe ich euch wieder ein paar Folien mitgebracht und ich würde sagen, wir schauen uns die erste gleich einmal gemeinsam an. Gut, was seht ihr hier? Ihr seht erstens einmal die Quelle meines Wissens, Bundesgesetzblatt Nummer 2, Nummer 368 von 2005, November 2005, damit ihr sozusagen danach googeln könnt und ihr kriegt im Anschluss dann an dieses Video auch den Beginn dieses Gesetzestextes und ihr könnt euch da im Internet natürlich auch viel mehr aus erster Hand informieren. Ja, für mich ein wichtiger Punkt ist dieser, also die Volksschule hat die Jugend mit dem für das Leben und den künftigen Beruf erforderlichen Wissen und Können auszustatten und zum selbstständigen Bildungserwerb zu erziehen. Ja, da kann man jetzt durchaus schon mal diskutieren, inwieweit gerade die Volksschule Wissen für künftige Berufe vermittelt, auf welcher Ebene oder wie tief sie das überhaupt kann, wo das gut gelingt, wo es vielleicht weniger gut gelingt, ob es nicht vielleicht ein paar Fächer gäbe, die man oder Themen, die man da zusätzlich aufgreifen könnte. Mein Knackpunkt ist so, zum selbstständigen Bildungserwerb zu erziehen. Da ist das, was ich in meiner Praxis wahrnehme, eher das, dass Schule, gerade diese Volksschule, doch sehr stark sich an Regeln und Struktur orientiert, wo ich gar nicht sagen möchte, was ein schlechter Punkt ist, aber ich sehe eher jene Zahl an Kindern, die Probleme damit haben, selbstständiges Denken zu entwickeln, sich Dinge selbst entdecken zu trauen, die wirklich sehr so takten. Also ich muss da das Datum jetzt links hinschreiben und das müssen wir immer grün unterstreichen und nein, das darf ich jetzt nicht blau machen. Die Lehrerin hat gesagt, das will sie grün haben. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, aber so in die Richtung, das was irgendwie in der Schule passiert, genau in der Art und Weise, das ist Gesetz und darüber hinaus fehlt es manchmal am Mut, am Selbstbewusstsein oder eben auch an den Ideen, wie man sich Dinge selbstständiger werben kann. Also da, glaube ich, könnte die Volksschule durchaus ein bisschen mehr in die Strümpfe kommen. Gut, schauen wir weiter. Die jungen Menschen sollen zu gesunden, arbeitstüchtigen, pflichttreuen und verantwortungsbewussten Gliedern der Gesellschaft und Bürgern der demokratischen und bundesstaatlichen Republik Österreich als Mitglied der Europäischen Union herangebildet werden. Ja, wäre interessant, was da so bei den anderen Ländern der Europäischen Union drinnen steht, ob die das auch alles so formulieren. Ich denke mal, wird nicht ganz viel anders sein. Gesund, okay. Arbeitstüchtig ist schon so ein bisschen so, kommt einem schon ein bisschen eigenartig vor. Ist aber nachvollziehbar. Pflichttreu klingt schon sehr, ja, sehr interessant, ist aber auch jetzt aus Sicht des Staates ja, ein Stück weit nachvollziehbar. Ich merke halt nur, wenn man das so liest, hat man schon noch ein bisschen das Bild, dass es darum geht, so wie anno dazu mal in den Kasernen das Heranziehen von Militärs, die sozusagen Empfänger sind. Das erinnert mich irgendwie ganz persönlich ein bisschen noch daran, von der Wertehaltung. In bunt und in schönen Wölkchen habe ich euch verschiedene Werte, die die Volksschule vermitteln soll, drumherum geschrieben. Was sehen wir da? Sittlich-religiöse, soziale Werte, Werte des Wahren, Guten und Schönen. Das klingt aber so wie aus einem Philosophiebuch entnommen oder geisteswissenschaftlichen Grundkonzept.
Also was die Werte des Wahns sind, die die Volksschule vermittelt, kann ich euch jetzt auch nicht ganz erklären. Ich denke, dass es hier um die Wissenschaft geht, ja? Dass es wissenschaftlich eher anerkannte Konzepte sind, die da vermittelt werden und nicht irgendwelche pseudowissenschaftlichen Ideen. Humanität, Toleranz, Solidarität, Frieden, Gerechtigkeit und Umweltbewusstsein sind weitere Themen. Klingt alles ganz schön und vor allen Dingen in Wirklichkeit recht geballt, recht viel. Ja, wir kommen ja gleich zur Organisation der Volksschule. Das heißt, vorgesehen ist eine Vorschulstufe. Was ist Sinn und Zweck dieser? Sie soll Kinder hinsichtlich der Schulreife fördern und auch soziale Integration behinderter Kinder bewerkstelligen. Das heißt, gerade vielleicht, wenn man es mal so überlegt, Einzelkinder, die wenig Kontakt zu anderen Schülern haben oder zu anderen Kindern haben aus verschiedenen Gründen, die müssen auch ein bisschen darauf hingeführt werden, schulreif. Jetzt gibt es natürlich den Kindergarten davor, verpflichtende Kindergartenjahre. Das dient alles dazu, um Kinder mal unter Kindern in diese soziale Integration hineinzubringen, dann eben besonders Kinder mit besonderen Bedürfnissen hier auch einzugliedern als ganz normale Mitglieder der Gesellschaft. Und hinsichtlich der Schulreife, also Kinder sollen ja gewisse Dinge schon können, wenn sie in die Schule kommen. Also sie sollen natürlich sauber sein, sie sollen den Toilettengang mehr oder minder selbstständig bewerkstelligen, sich Schuhe binden können, derartige Dinge. Ja, das habe ich in einem älteren Video auch schon einmal angesprochen, könnt ihr euch auch in dem Zusammenhang gerne wieder mal angucken. So, also nach der Vorschulstufe gibt es dann die vier Schulstufen, wo die Elementarbildung stattfinden soll. Und das Ziel, und das ist auch interessant, das möchte ich euch mitgeben, ist die individuelle Förderung eines jeden Kindes und eine kontinuierliche Lernentwicklung. Was heißt das? Das ist ein nicht unwichtiger Punkt. Das heißt, wenn ihr Eltern eines Kindes seid mit besonderen Lernbedarfen, dann heißt das schon, dass einmal grundsätzlich die Schule in der Verantwortung ist, dieses Kind bestmöglich zu fördern, zu unterstützen und dafür zu schauen, dass es innerhalb der Möglichkeiten, egal von welchem Level es sozusagen tatsächlich startet, eine kontinuierliche Lernentwicklung macht. Jetzt muss man auf der anderen Seite natürlich der Schule zugute halten, naja, da steht eine Lehrerin drinnen, manchmal mit Unterstützungslehrer, das ist von Schule zu Schule auch ein bisschen unterschiedlich. Die Größe der Klassen variiert, aber das sind so 20 plus minus Kinder drinnen. Inwieweit das daher tatsächlich möglich ist, ganz spezielle Bedürfnisse von Kindern abzudecken und auch da ein Unterschied, ob da jetzt ein Kind mit speziellen Lernbedürfnissen in einer Klasse ist oder ob es vielleicht gleich einmal vier sind. Also die Aufgabe ist da, der Anspruch der Schule ist da, wie stark das tatsächlich umgesetzt wird und wie gut dieses Ziel erreicht wird, das variiert durchaus. Was aber hier auch wichtig ist, Rolle des Lehrers, der Lehrerin, sie sollen ein Klima des Vertrauens schaffen, es soll durch Zuneigung und Anerkennung und im Sinne einer Vorbildrolle sollen sie sich als Helfer und Berater verstehen und sollen Kinder bei ihren Schwierigkeiten unterstützen. Das heißt nicht irgendwie so top-down, ich bin der Lehrer, du bist der kleine Wurm und ich bringe dir was bei, ich wirke dir was hinein. Wie man es vielleicht aus Filmen von unserer Großelterngeneration noch kennt, sondern es soll schon ein Bereich sein, wo Kinder das Gefühl haben, dort wäre ich wertgeschätzt, dort fühle ich mich wohl. Wenn immer es hier hapert oder ihr das Gefühl habt, da ist irgendwie was im Busch, was auch durchaus nicht nur natürlich von Lehrerseite kommt, sondern dass Schülerinnen und Schüler untereinander hier garstig zueinander sind, Mobbing im Raum steht, dann erinnert durchaus die Lehrer oder Direktoren der Schule auch hier, dass sie, dass es ihre Rolle ist, für ein anderes Klima zu sorgen und es liegt dann schon an ihnen, sich die nächsten Schritte zu überlegen. Ja, jetzt abgesehen von den Werten, welche die Volksschule vermitteln soll, hat die Volksschule auch Aufgaben, die hier in diesem Bundesgesetzblatt definiert sind. Die möchte ich euch auch noch zeigen. Es geht um die Entfaltung und Förderung der Lernfreude, Fähigkeiten, Interessen und Neigungen. Die Stärkung eben des Vertrauens in die eigene Leistungsfähigkeit. Entwicklung einer sozialen Handlungsfähigkeit. Erweiterung sprachlicher Fähigkeiten. Entwicklung elementarer Kulturtechniken. Zum Beispiel auch der kindgerechte Umgang mit Informationstechnologien.
Entwicklung einer Lern- und Arbeitshaltung und Entwicklung eines bewussten, selbstständigen und zielerreichenden Lernens. Meine persönlichen Kommentare dazu habt ihr schon in manchen Videos ganz einfach so mitbekommen oder heute auch schon erwähnt, mit dem selbstständigen, zielerreichenden Lernen. Weiß ich nicht, ob die Volksschule den jungen Menschen da wirklich so viel mitgeben kann, wie die Idee wäre oder wie es vielleicht tatsächlich möglich sein könnte. Umgang mit Informationstechnologien orte ich auch sehr unterschiedlich. Also viele Schulen und Kinder sind da sehr fortgeschritten. Manche sagen, ja, wir haben da ab und zu mal einen Computer, aber so wirklich, was ich da mache, oder hat man so das Gefühl, die sind dann auch nicht so ganz vertraut mit diesen Dingen. Ich denke, es ist wichtig, dass ihr das einmal grundsätzlich wisst, dass ihr euch grundsätzlich als Eltern oder Kinderbetreuenden in eurer kinderbetreuenden Funktion, Großeltern oder was auch immer, einmal Gedanken darüber macht, aha, was ist denn euer Anspruch, was wären denn eure Prioritäten? Dann könnt ihr einerseits durchaus Schulen auch danach auswählen, indem ihr hingeht und sagt, also mir wäre wichtig, dass genau da und da und da und da die Schwerpunkte liegen. Ihr könnt bei Elternsprechtagen dort nicht nur hingehen und euch von Seiten der Lehrer berieseln lassen, was immer sehr gut ist, die haben was zu erzählen, wie geht es eurem Kind, wie sehen sie euer Kind, keine Frage, aber ihr dürft durchaus auch selber hinterfragen, okay, auf dem Gebiet der Informationstechnologien, was passiert denn da im Moment wirklich ganz konkret, was wird im nächsten Jahr passieren, wie schaut die Entwicklung aus, wie schaut der Plan, das Konzept, Strategie der Schule aus, also euch durchaus auch laufend schlau machen, Dinge hinterfragen, vielleicht Vorschläge einbringen und das ist Sinn und Zweck, warum ich euch diese Informationen mitgebe. Ja, wie es jetzt weitergeht mit der Organisation der Schule, mit Lehrplan, alles ein bisschen vertiefend, seht ihr dann in meinem nächsten Video nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf euch. Bitte nicht vergessen, like, subscribe, ring the bell. Ja, und ihr kriegt jetzt noch einmal so eine Folie am Schluss, wo ihr so diesen ersten Teil dieses Bundesgesetzblattes im Original seht. Vielleicht habt ihr dann Lust, ein bisschen mehr selber danach zu lesen. Ich wünsche euch alles Liebe, eure Barbara. Ciao.